Wer sich Lübeck zum ersten Mal nähern will, tut das am besten über das Wasser mit einem der Ausflugsboote. Man bekommt schnell einen Eindruck, was das Wasser für Lübeck bedeutet. Vom Wasser umgeben wurde die Stadt vor 800 Jahren durch Herzog Heinrich dem Löwen gegründet. Der Aufstieg zu Macht und Reichtum durch Handel und Handwerk gilt bis heute. Die Lage der Stadt zwischen Trave und Wakenitz lässt erahnen, warum Lübeck sich im Mittelalter so weltstädtisch entwickelt hat. Die Lübecker Kaufleute schufen mit ihrem Wagemut und ihrer Weitsicht die Hanse, ein Handels-, Seefahrts- und Rechtsbündnis von über 200 Städten Europas. Das Holstentor, Symbol der Macht und Stärke Lübecks. Lübeck pflegt einen sorgfältigen Umgang mit der Vergangenheit. Heute gibt es allein in der Innenstadt mehr als 900 denkmalgeschützte Häuser. 1987 wurde Lübeck von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Innenhöfe der Häuser, ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, liebevoll hergerichtet und sorgsam gepflegt. Die Schiffergesellschaft. Jahrhundertelang diente eine der schönsten Altstadthäuser der Lübschen Schifffahrt- und Segelmachergilde als Amts- und Versammlungshaus. Jetzt beherbergt es eine urgemütliche Kneipe. Lübeck hat heute ca. 212.000 Einwohner. Davon wohnen viele in der Altstadt. Lübecker Marzipan, der Name ist sogar gesetzlich geschützt, ist weltbekannt. Als Glücksbringer dient heute noch das Glücksschwein aus Marzipan. Die dunkelroten Ziegelsteine, die das Stadtbild jahrhundertelang geprägt haben, war Vorbild für den gesamten Ostseeraum. Das Rot der Backsteine, das Grün der Kupferdächer und das Blau der nordischen Himmels, das sind die heimlichen Stadtfarben Lübecks. Auch das ist Lübecker Tradition. Lübecker Spitzen. Das Lübecker Rathaus. 1230 mit dem Bau begonnen und immer wieder erweitert, gilt heute als eines der schönsten Rathäuser der Welt. Hier war das Machtzentrum der Hanse. Hier wurde lübsches Recht gesprochen. Wir stehen vor dem obersten Gerichtssaal der Hanseaten. Schauen Sie mal zur Linken, sehen wir die Lübecker Justitia, zur Rechten die Göttin der Wahrheit. Zwei Türflügel, eine Türe und eine kleine Türe. Durch die große Türe in den ehemaligen obersten Gerichtssaal der Hanseaten gingen nur die Herren des obersten Gerichtes, Martruf Langehüde. Und die Angeklagten, meine Damen und Herren, war von derselben Gesellschaftsschicht, die mussten durch die kleine Türe durch. Aber was sagte damals der Volksmund? Meine Damen und Herren, der Volksmund sprach, durch die große Türe gehen immer die großen Sünder raus und rein und durch die kleine Tür die kleinen Sünder. Auch heute noch tagt die Lübecker Bürgerschaft im alten Börsensaal. St. Marien, Dom, St. Jakobi, St. Egidien und St. Petri, die fünf großen Stadtkirchen mit ihren sieben Türmen, sind ein Stück unverwechselbares Lübeck.
Beim Sonntag, März 1942. Lübeck ist und war auch die Stadt der Handwerker. Zahlreiche Straßen sind danach benannt. Glockengießerstraße, Fleischhauerstraße, Fischergrube und Bäckergrube, um nur einige zu nennen. Echter Lübecker Matthias, das ist gut. Wir kriegen jeden Tag Fisch, nachts fahren wir raus. Kommt jetzt was näher, Äpfelchen, Wein, Bananen, heute alles zu kleinen Kreisherrschaften. Immer näher kommen, was steigende Preise zu unserem Anomalen. So sieht das aus, so sieht das aus. Von Lübeck aus kann man mit einem Schiff durch unberührte Natur bis zum Ratzeburger See fahren. Nirgendwo kann man die Umgebung Lübecks so hautnah erleben wie hier auf der Wakenitz. Sie war gleichzeitig die Grenze zur ehemaligen DDR.